Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Block und ihr glaubt wahrscheinlich, bei Jugendhack, das ist alles voll lustig. Ihr wird Spaß gehabt und so, das stimmt aber gar nicht. Wenn euch jetzt gleich Max, Florian, Quillern und Jonas und Felix beweisen mit der Depression App. Ja. Ja, hallo erstmal. Ja, wir haben die Depression App. Hört sich natürlich sehr freudig an, mit Code die Welt verbessern und dann Depressionen. Aber wir haben uns sogar tatsächlich dabei was gedacht. Also wir sind vielleicht ein bisschen doof, aber wir kriegen irgendwas hin. Und zwar mit Übertreibung trifft man auf die meisten Menschen und es gibt einfach immer mehr Leute, die denken, ihr Leben wäre sinnlos, Depressionen, beziehungsweise meinen, dass sie einfach viel zu viel Zeit verschwenden. Und wir wollen eben im Endeffekt mal ein bisschen Augenmerk darauf richten, dass eben viel Zeit von Leuten verschwendet wird und wollen eben auch irgendwie Input liefern, dass Leute denken, ja, andere Leute haben in meinem Alter auch schon viel mehr geschafft, da könnte ich doch vielleicht auch irgendwas mit meiner Zeit machen und aus meinem kleinen Stimmenkämmerlein gehen und aus meiner Blase raustauchen. Ja. Ja, doch wie haben wir unsere Idee, die Welt zu verbessern, in der Praxis umgesetzt? Dafür starte ich ja einfach mal einen Android-Emulator. Den sieht man hier. Und übergebe das Mikrofon. Ja, hier sehen wir unser liebes Carline, das wir mal hier eingetragen haben. Es ist nicht wirklich 2005 geboren, das hat uns nur am besten in den Kram gepasst. Ist eine lange Geschichte. Wie wir sehen, ist es auch ganz genau um 13.37 Uhr geboren, das ist ganz, ganz wichtig. Außerdem ist es in Berlin geboren und ist, wie wir alle wissen, weiblich. Ja, hier würde man dann auswählen, was ihr denn alle sehen wollt, aber das sind Demonstrationen, das heißt, wir zeigen sowieso alles. Also, ja, weiter. Ja, wenn Carline denn die Lebenserwartung einer durchschnittlichen Berliner Frau hätte, hätte sie jetzt schon 16,39% ihres Lebens verschwendet, beziehungsweise verbraucht. Wir haben auch einen Countdown zu der milliardensten oder halt billionsten im Englischen Sekunde. Sie hat noch ungefähr 570 Millionen, glaube ich. Ja. Oh, und wie wir hier sehen, hat Picasso in ihrem Alter doch ein bisschen mehr erreicht vielleicht. Außerdem ja, sehen wir, dass auch am heutigen Tage schon ungefähr 80.000 Menschen gestorben sind. Ich war nicht einer von ihnen, das ist schon mal gut. Ja. So, jetzt noch ein paar Worte zur Umsetzung unserer App. Also gleich am Anfang von unserer Planungsphase haben wir uns überlegt, wir wollen eine Android-App entwickeln. Das Problem dabei war, die meisten von uns haben noch nie etwas für Android entwickelt und konnten sich noch nicht vorstellen, wie genau man es jetzt in der Praxis einsetzen könnte. Doch erstaunlicherweise kamen wir ziemlich schnell voran und hatten schon bald unseren ersten Prototypen fertig. Und am Ende haben wir tatsächlich eine fertige App erstellt, die sogar schon funktionsfähig ist. Also am Ende kann man sagen, wir hatten viel zu viele Git-Konflikte und dabei viel zu wenig Schlaf. Also das mit dem Schlaf stimmt wirklich. Wir haben. Ich will ja auch nicht sagen, aber eure Zeit ist abgelaufen. Aber wir haben noch was ganz Schönes, das alle Menschen erfreut. Das naja, geht doch noch. Aber ganz schnell. Ja. Erstens, danke für die Aufmerksamkeit. Frohe Depression allen. Wir hatten ein bisschen Zeit übrig, anders als jetzt. Und wir mögen Regenbogen, wir mögen Einhörner, wir mögen Alpakas. Alpakas sind toll. Regenbogen, Alpakas und Einhörner, die beste Kombo der Welt. Und die App kann man übrigens sich auch runterladen, wenn man denn irgendwie motiviert sein möchte. Dankeschön. Ja, ihr könnt, also wenn ihr noch wollt. Wie geht's euch jetzt so nach dem Wochenende? Alles okay? Wir hatten sehr viel Spaß. Ja, sehr viel, okay, sehr, sehr schön. Vielleicht würde manche sagen aus persönlichen Gründen, aber ich bin ja persönlich großer Fan von Artikeln, so Samuel Jackson hat seine erste große Rolle erst mit 43 bekommen. Es gibt Leute, die haben erst mit 60 ihre ersten großen Romane geschrieben. Nur Interesse halber, könnte man den Code irgendwie forken und das auch andersrum?
machen? Man kann im Endeffekt für jedes Alter was hinzufügen. Ah. Also wir haben es jetzt bis 95, meines Wissens, haben wir den Stand, dass da Leute werden meistens nicht älter als so 100. Also, ja. Aber es ist ausbaufähig. Okay, gut. Bin ich sehr gespannt. Vielen Dank und viel Spaß. Dankeschön.